Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Ich schwitze immer noch. Los geht's. Da sitzt jemand. Wer ist das denn? Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Das fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Poison Ivy? Ivy. Poison Ivy. Ja, komm, mal lesen, ne? Seit die Botanikerin Pamela Isley aufgrund eines misslungenen Experimentes zu einer menschlichen Pflanze mutierte, fließt in ihren Adern Chlorophyll. Oh Gott. Sie ist in der Lage, durch bloße Berührung ein tödliches Gift zu übertragen und unterwirft ihre Opfer mit Hilfe verschiedener Pheromone ihrem Willen. Seit sie ihrer menschlichen Seite den Rücken kehrte und sich mehr und mehr mit der Natur identifiziert, sind ihre Verbrechen vor allem ökologisch motiviert. Dadurch gerät sie zwangsläufig immer wieder in Konflikt mit Batman, der sich ihren Verführungskünsten dank seines eisernen Willens bisher allerdings stets entziehen konnte. Ja, ja, ne? Poison Ivy. Die gefällt mir. Fördern und zu stolz aufgrund ihrer Mühlen gekreuzten in einen gefährliche Gegner. Wie sie ihre Opfer kontrolliert, Haut sondert ein tödliches Gift ab, besessen von Gedanken, die Menschheit auszurotten um den, oh Gott. Ja. Was ist eigentlich mit Harley? Seit die Psychiaterin Dr. Harleen Quinzel mit der Behandlung des Jokers betraut wurde, genau, sie war, glaube ich, auch Doktor im Asylum, ist sie obsessiv auf ihren Patienten fixiert und hält sich für dessen Geliebte. Aus diesem Grund verhalf sie ihm zur Flucht und wurde unter dem Namen Harley Quinn selbst zur Kriminellen. Quinn ist eine brutale und unberechenbare Schurkin, deren einziger Ansporn vom grenzenlosen Chaos, einmal abgesehen, die Anerkennung des Jokers ist. Aufgrund des grausamen und launenhaften Wesens des Jokers ist Quinn für ihn nur ein weiteres Opfer, allerdings ein überaus gefährliches. Ja, sie ist... Mädel, du bist wunderschön. Ich lasse nicht zu, dass sie euch verletzen. Wer sitzt denn da oben? Bitte, ist da jemand? Hilfe! Ich bin da. Wer bist du? Hilfe! Oh, bist du so ein Zombie? Ich bin hier oben! Ich weiß, wo du bist. Ich wollte nur mal gucken, was der Zombie da macht. Mensch. Helft mir! Du musst mich aus der Zelle rausbringen. Ich bin's, Cash. Ich werde da draußen gebraucht. Ich kann dir helfen. Ich weiß nicht. Ich bin hier oben. Ich weiß nicht, warum. Harley! Sie müssen mir helfen. Ivy? Mann, du siehst vielleicht finster aus. Vielleicht kann ich dir heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Oh. Das fühlt sich so viel besser an.
Hat die keinen Slipper an? Doch hat sie. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Nein. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Ein kryptografischer Sequenzer. Ja. Es gibt immer einen Ausweg. Immer. 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 Huch! Ach so. Ah. Hab mich wesentlich sicherer mit dem Ding gefühlt. Bleiben Sie hier. Schließen Sie das Tor, wenn ich gehe. Gute Idee. Ihnen darf keiner meines Kalibers in die Hände fallen, oder? Hat er tatsächlich das Tor geschlossen? Hä? Bring mich hier raus! Du hast den Falschen gerettet. Das ist ein Betrüger. Du weißt, wie viele Freaks hier rumlaufen. Ja, genau. Deswegen warst du ja auch gerade der Bulle. Und jetzt bist du auf einmal jemand anderes. Aber wer bist du wirklich? Ich weiß nicht. Wer bist du? Krass. Wie krass? Okay, den lasse ich definitiv drinne. Oh, lass mich raten. Ich muss jetzt genau wieder zurück, ne? Zerstöre die Titanproduktionsstätte in den botanischen Gärten. Ich muss den ganzen Weg wieder zurück. Das gibt's ja nicht. Ich bin jetzt gerade im... Ich bin im Zuchthaus? Okay. Wie bin ich denn da hingekommen? Okay, gut. Hatte ich schon erwähnt, dass ich da jetzt nicht rein möchte? Ah. Warum... Ist hier keiner mehr? Ich meine, die sind alle weg. Oh Gott. Okay, ganz ruhig. Saya, das sind keine Zombies, das sind ganz normale Menschen. Ganz normale Menschen. Überraschung! Weißt du, Batman, ich habe immer ein Knistern zwischen uns gespürt. Hm. Nun, jetzt ist es da. Ich weiß, du bist schockiert. Komm und hol mich, Batman. Ich fordere dich heraus. Oh mein Gott. Ich kann hier nichts benutzen. Das ist ja scheiße jetzt. Wie? Hä? Ich kann... Oh, warte mal.
Hört das jetzt auch gleich auf, oder? Wird immer noch gegrillt. Ja, aber... So wird das doch nichts. Ihr seid Idioten! Ihr wimmelt's vor Waffen! Wisst ihr was? Mehr Waffen hier drüben! Kleiner Tipp, Jungs! Hütet euch vor den Fäusten! Das ist nicht fair, Bat-Hill! Oh, das sieht schmerzhaft aus. Was macht sie denn da? Ein auf Miley Cyrus oder was? Hey Batman! Sei sanft zu meinen Jungen! Ist bei dir da unten alles okay? Das ist nicht fair, Bat-Hill! Kleiner Tipp, Jungs! Hütet euch vor den Fäusten! Na klar, dass du dich verpisst. War es so leicht, wie es aussah? Hm, naja. Es wird nicht so leicht sein, mich zu schnappen. Muah! Sorry, Leute, aber ich musste gerade Hundi mal trinken schicken. Der hat stark gehechelt. Muss ich jetzt hin? Ich denke mal nach unten. Was? Die Tür ist verschlossen? Kriege ich die jetzt auf? Patientenberuhigungssystem. Deaktiviert. Woher kam ich denn? Ah. Fuck. Jetzt gerade hier so gelacht. Das war nicht Harley. Das war definitiv nicht Harley. Sieh an, wer
selbst aufgetaucht ist. Der trottlige Ritter persönlich. Wie läuft's denn so? Ich kann nicht schauen. Ich habe ein kleines Problem für dich. Siehst du die beiden Wachen da drüben? Ich weiß. Schrecklich. Wie willst du sie retten? Ja, Batman, Hilfe! Ja, ich kann euch ja schlecht jetzt irgendwie da so runterholen, ne? Willst du die beiden den ganzen Tag da hängen lassen? Hilf uns, bitte! Das wird langweilig, Batman! Komm, mach was! Ich mach schon. Gott sei Dank! Hilf mir! Hol mich hier runter! Unfair! Du betrügst Bats! Zeit! Findest du nicht, dass Mr. J der süßeste Typ auf der Welt ist? Oh, er ist traumhaft. Ein Mädchen könnte sich stundenlang mit so einem Spielzeug vergnügen. Oh, Batman. Der Strom unter Old Louis Green ist abgestellt. Die Frage ist, kannst du ihn runterholen, bevor er wieder angestellt wird? Der Strom wird nicht... Einer weniger? Bleibt noch einer. Denkst du? Oh, jetzt hast du nur noch 30 Sekunden, um rauszukommen. Ciao, ciao. Was? Du musst das Sicherheitstor zerstören. Beeil dich. Wo ist es denn? Was ist das Sicherheitstor da? Okay. Nein. Oh mein Gott. Oh, ist das ja ernst? Schnell, raus hier. Beweg dich, raus hier. Sofort. Ich dachte, wir würden beide da drin sterben. Dachte ich auch. Jetzt bist du in Sicherheit. Bist du hinter der irren Hexe her? Als wir rauskamen, sah ich, wie sie losging. Die wird nicht entkommen. Erst halte ich sie auf und dann ihren Freund. Gut. Hör zu. Ich versuche, das Belüftungssystem zum Laufen zu bringen. Wenn du sie findest, schon sie nicht. Ich bitte dich. Du aber Glückwünsche. Komm, wenn du mich gefallen. Hast du ihn vorhin gesehen? Was war das, was er benutzt? Ich weiß nicht, wo ich schon wieder lang muss. Ah ja, okay. Das ganze System spielt verrückt. Was ist hier nur los? Tür verschlossen. Ja gut, wo soll ich denn jetzt hin? Aha, wo soll ich denn jetzt hier hin? Jetzt bin ich überfragt. Ich muss mit Sicherheit da rein. Oh, ich habe Tonband gefunden. Oh, guck mal. Was haben wir denn hier? Ich mache einfach das. Ich weiß nicht, wo ich hinkomme. Trophäe. Ich habe gedacht, hier geht's raus. Was?
Muss ich da vielleicht wieder rein? Oh. Hier war ich nicht. Hier sind schon alle fast... Oh Gott. Wie ich dich suche, Prinzessin. Miststück. Komm mal weiter. Du bist müde. Lass mich dir ein bisschen helfen. Wo ist sie jetzt? Ach, scheiße, ich wollte die Karte. So, ich muss jetzt nach rechts vielleicht. Ich dachte, da wäre einer hinter mir. Das hat sich definitiv so angehört. Kommt doch einfach raus, damit ich euch töten kann. Das Geschreie macht mich nämlich wahnsinnig, ey. Ich hasse sowas. Wie kommt... Alter! Mein Herz! Boah! Irgendwie habe ich jetzt wieder voll Bock, Justice League zu gucken. Oder Batman gegen Superman. Ah, da, Tonband. Victor ist in letzter Zeit kleinlauter geworden. Er spricht nicht gut auf die Medikamente an. Hallo, Victor. Gibt es was, worüber du heute gerne sprechen würdest? Stein und Stein. Machen und Stein. Bringen Sie ihn heraus. Was den Doktor gehört? Aufstehen. Stein. Hast du mich nicht gehört? Er hat ein Messer. Stellt ihn ruhig. Gott, er ist mein Will. Er sticht zu. Bringt ihn weg. Holt ihn von ihm runter. Wir brauchen Hilfe. Da kommt er, Mr. J. Joker TV. Ausgezeichnet. Das überlasse ich Ihnen, meine Liebe. Schnappt ihn. Alles okay, Kumpel? Du wirst da Löcher haben, wo früher dein Gesicht war! Ich schlag dich grün und blau! Lass nicht zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Du bist tot, Ben! Heizen wir ihm ein! Na, gegrillte Fledermausflügel! Du meine Güte! Ach, mein Gott. Schlag ihn härter! Ich werde dich grillen, Batman. Ja, dann komm her, Liebchen. Ich setz dich unter Strom. Au! Ich ramme dir das für deinen verdammten Schädel.
So, wer will noch? Er hat's wieder geschafft. Ich glaub's nicht. Ich bin auf dem Weg. Ups, der Plan hat sich geändert, Kindchen. Aber ich hab mein Bestes gegeben. Tut mir leid, aber der zweite geht leer aus. Du stehst leider nicht mehr auf der Partyliste. Vielleicht hast du das nächste Mal mehr Glück. Nein! Stirb, du große, hässliche Fledermaus! Das war einfach. Oh, tu hier nicht weh. Hey, Hände weg von der Ware! Das ist meine Partyliste! Ruhig. Wieso steht neben einigen Namen ein Lächeln? Du bist der Detektiv, sag du es mir! Rein mit dir. Du wirst Mr. J nicht finden. Er ist im Geheimlabor in den Gärten und... Verdammt! Ja, ich weiß. Aber er holt mich raus. Du wirst sehen. Ja. Du wirst schon sehen. Ich hab Mitleid mit ihr. Ich mag sie. Unfair, unfair, unfair! Oracle, ich bin hier fertig. Harley ist überwältigt und ich habe ihre Abdrücke gescannt. So kannst du das Geheimlabor in den Garten finden. Ja, Harley war überall auf der Insel. Also stelle ich den Scanner so ein, dass er nur Abdrücke zeigt, die Chlorophyllspuren aufweisen. Okay, pass auf. Ich habe den Wayne-Tech-Satelliten so umgeleitet, dass er Wärmespuren auf der Insel zeigt. Die Gärten werden als sehr heiß angezeigt. Da passiert etwas Schlimmes. Botanische. Wieso sage ich eigentlich. Hab ich die ganze Zeit eigentlich biotanische gesagt? Naja, keine Ahnung. So, ich muss jetzt eh Schluss machen. Mein Hund. Es geht nicht mehr lange mit ihm. Also, ne? Ist zu hardcore. Das Wetter. Aber ich lese eben noch schnell ein paar Sachen vor. Harley Quinn haben wir ja. Oh ja, Scarecrow interessiert mich. Ne, das ist nicht Scarecrow, das ist Bane. Da Bane bereits vor seiner Geburt verurteilt wurde, anstelle seines verstorbenen Vaters dessen Gefängnisstrafe zu verbüßen, wuchs er unter unmenschlichen Bedingungen im Gefängnis von Santa Prisca auf. Sein einziger Freund in diesem Höllenloch war sein Teddybär Osito. Bane flüchtete sich in die Meditation und das Studium unzähliger Bücher und entwickelte so eine unglaubliche Konzentrationsfähigkeit. Für militärische Experimente zur Erforschung des Steroids Venom missbraucht, überlebte er dank seines eisernen Willens als einziger und konnte fliehen. Als Machtbeweis jagte er Batman und brach ihm das Rückgrat. Oh. Aber dieser überlebte und schaffte es, Bane zu besiegen, indem er die Venomzufuhr unterbrach, der Bane seine übermenschlichen Fähigkeiten verdankt. Rückgrat gebrochen? Scarecrow. Oh ja. Jonathan Crane wurde in seiner Kindheit und Jugend schwer gehänselt und schwor sich, seine Ängste durch das Studium der Psychologie und Biochemie zu überwinden. Nach seiner Exmatrikulation aufgrund verschiedener Experimente an Menschen nahm er die Identität Scarecrow an. Seine Hauptwaffe ist ein Spezialgas, das die Ängste jedes Menschen real erscheinen lässt. Aufgrund seiner kriminellen Schreckensherrschaft ist er einer der gefährlichsten Feinde Batmans. Ja, würde ich auch sagen. Seth ist ein Soziopath, ja, so wie er im Buche steht. Zumal er trotz einer unbeschwerten Kindheit zum Serienmörder wurde, da für ihn nur die Zahl seiner Opfer eine Rolle spielt, wählt er diese mehr oder weniger zufällig aus. Darüber hinaus liebt er es, seine Opfer im lebensechten Posen zu drapieren, bevor er sich eine weitere Kerbe in die Haut ritzt. Er versteht sich von selbst, dass er für Batman eine ganz besondere Stelle aufgespart hat. Ja. Aaron Cash, einer der erfahrensten und meistrespektiertesten Wachmänner der Anstalt von Arkham, fürchtet nur einen Patienten, Killer Croc. Obwohl ihn dieser während seines Aufstandes schwer verletzt hatte, ist Cash bis heute entschlossen, die Patienten der Anstalt im Zaum zu halten und seine Angst vor Croc zu überwinden. Hä? Achso, die wollte ich jetzt gar nicht wissen. Oracle, ja, wer bist du eigentlich? Ich kenne dich nicht. Nachdem Police Commissioner James V. Gordon seine Tochter Barbara Gordon die Aufnahme in das Gotham City Police Department verwehrt hatte, nahm sie die Identität des Batgirls an. Ah!
und kämpfte fortan an Batmans Seite gegen die kriminellen Elemente von Gotham. All das endete, als ihr der Joker durch die Wirbelsäule schoss und sie ihre Identität als Batgirl aufgrund ihrer Querschnittslähmung aufgeben musste. Seitdem versorgt sie den dunklen Ritter unter dem Namen Oracle aus dem Rollstuhl heraus mit einem Strom an computergeschützten Informationen, um dessen Kampf gegen das Verbrechen auch weiterhin zu unterstützen. Das ist ja interessant. Sie war Batgirl. Der Joker, ja. Der Joker ist ein geisteskranker Superschurke, dessen weiße Haut, grüne Haare und blutrote Lippen über das mörderische Wesen hinwegtäuschen, der sich hinter seinem grotesken Äußeren verbirgt. Der selbsternannte Clownprinz des Verbrechens hat zwar keine Superfähigkeiten, ist aber für seine Brutalität und Mordlust berüchtigt. Nicht selten schmiedet der Joker heimtückische Pläne, um seinen Erzfeind Batman zu Fall zu bringen. Ja, Batman, nachdem seine Eltern vor seinen Augen erschossen worden waren, schwor der junge Bruce Wayne, Gotham City von den kriminellen Elementen zu säubern, die seine Eltern getötet haben. In der Folgezeit erreichte er durch ein gezieltes Training eine ungeahnte mentale und körperliche Perfektion und widmete sich dem Studium verschiedener Kampfkünste, moderner Detektivtechniken und der Kriminalpsychologie. Mit Hilfe hochspezialisierter Gadgets und Fahrzeuge kämpft Batman seither in Gestalt einer Fledermaus gegen die kriminellen Elemente der Stadt und agiert von seiner geheimen Bathöhle unter Wayne Manor aus. Ich hab's richtig gesagt, Manor? Croc interessiert. Wer bist du denn? Ah, die brauche ich nicht. Aber hier, Croc. Waylon Jones wuchs bei seiner alkoholkranken Tante auf und hatte aufgrund eines seltenen Gendefekts bereits als Kind eine schuppenartige Hautstruktur, die seinen Körper zunehmend einstellte. Nachdem er einige Zeit als Killer Croc bei einem wandernden Jahrmarkt aufgetreten war, gewann die Bestie in ihm endgültig die Oberhand und er schlug seine kriminelle Laufbahn ein. Angesichts des fortschreitenden körperlichen und geistigen Verfalls hat Killer Croc inzwischen nicht mehr viel mit einem Menschen gemein. Und ich verabschiede mich bei euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Winner at the range, oh no.